Willkommen zurück zu Let's Play der Schatzplanet. Ja Leute, wir sind hier noch auf Montressor. Lol, mein Gamepad-Einstellung ist gerade voll verkackt. Leute. Oh, das ist, oh ja. Ich habe mir ja mit den Sticks gesteuert, egal. Ja. Ich spiele sonst immer mit dem Steuerkreuz, ne? Oder geht's hiermit? Aktivieren wir mal dieses Ding hier, den Fahrstuhl. Überspringen, na klar, wenn wir schon so eine scheiß Katzin sehen, wo immer ein Fahrstuhl sich runterhebt. Runterhebt? Egal. Das waren ja Geld, ne? Oh ne, Gold. Geld, Gold. Edelsteine? Stimmt. So. Weiß das ja? Eine goldene Bohne wieder. So. Energie, die ich eh nicht brauchen werde, wette ich mal. Nö, nee, braucht ihr auch nicht. Ach ja, wie ich immer sowas herausziehen kann. Schon. Überall nur Gold, ey. Eine super Kiste da. Wir nur einen Luftschlag zerstören können, aber ja. Wie soll ich da bitte schon hin. Hallo? Boah, scheiß Kamera. Wie soll ich da bitte schon hinkommen da hinten, ne? Da, zur roten Kiste, egal, was soll ich, ne? Ach so, ich verstehe. Ein paar Laser gibt's hier wieder. Also, doch R1 war's. So. Graffiti ist da immer wieder, ist hier noch was? Also, das ist Morphe, wo ich da schon, da wäre ein Luftballon oder so. Es ist Berlin. So, ja. Genau, hab ich im Sinn gehabt. Egal. Er hat es genau so im Sinn gehabt, ja, irgendwie so. Passt schon, der Satz. Komm schon, mach ihn weg. Geht doch. Jetzt holen wir uns erstmal die hier. Boah, warum Energie? Ich brauche keine Energie. So ein Edelstein wäre nice gewesen, aber nein. Das brauchen wir angeblich nicht. Oh, komm mal hin. Gut. 4, 3, 2 und 1 und 0. Boah, ich bin extra nach unten gegangen. Nach oben gegangen wieder. Achso, muss eh nach unten. Achso. Soll ich mir sparen oder nicht? Egal, egal. Komm, ich hol's noch. Was soll's, ne? Na, doch nicht. Das Ding geht für hoch. Egal, was soll's, ne? 100% werde ich hier eh nicht schaffen in dem Spiel. Oder in dem Display hier. Weil in keiner PR bin ich noch 100% geschafft, aber egal. Lol, das ist ja krass. Ich darf alles von vorne machen, ne? Wenn ich mal hier bin, kann ich es auch schon gleich holen. Ja. So. Oh mein Gott. Hat doch geklappt, ey. Ganz ehrlich, den Sprung da eben über die Schlucht habe ich irgendwie ein wenig gezweifelt, dass ich den schaffe. Den hier. Aber naja, was man nicht alles so schafft, ne? Dann muss ich bitte abspringen. Oder beim Doppelsprung. Ja. Du wirst entdecken, dass bestimmte Gegenstände so leicht sind, dass du sie herumschieben kannst. Wenn du dich vor solch einen Gegenstand stellst und drückst, gelingt es dir unter Umständen, ihn zu bewegen. Aber denk dran, Jim, auch deine Kräfte sind begrenzt. Manche Gegenstände sind so stur, dass sie sich einfach nicht bewegen lassen wollen. Okay, das hier ist so eine Kiste. Wenn du bis zum Ende schieben müssen, wahrscheinlich, glaube ich mal so, wie bei Harry Potter früher. Oh, die Portale für die PS1, ne? Weil außer da gab es welche Stände, die man mit seinem Flipendo, wie er hieß, Zauber schieben konnte, ne? In die Türmechanismus fehlt anscheinend eine normale Powerdiode. Wenn du eine findest, bring sie her. Dann müsste der Mechanismus perfekt funktionieren. Eine Powerdiode, okay. Der Begriff ist gerade irgendwie ganz neu für mich, auch wenn ich das Spiel schon gespielt habe. Oh, ja. Da ist wohl so eine Powerdiode. Schätze ich mal, ne? Leben! Das ich nicht brauchte. Ach ja, ich bin einfach so gut für das Spiel. Glaube ich. War ganz ehrlich, wie soll man hier Leben verlieren? Oder man springt extra runter. Dann vielleicht. Okay. Voll spannend, ey. War so wichtig, dass ich die Cutscene gerade gesehen habe. Oder ich sehe schon die Sequenz. Checkpoint! Ach ja, Morph. Also, so ging das. Weil dort liegt diese eine Kiste, die man im Sprung zerhacken muss, da mit seinem Sprungschlag. Ich sag schon im Sprung, fehl.
So. Komm, Jimbo. Oh, ja, ein Brettchen da, wo du draufstehst halt, ne? Ich bin, das ist das, was die Einheimischen den Action-Sprung nennen. Wenn du da drauf springst, musst du einfach mitrutschen, egal wo es hingeht. Aber wenn du nur eine falsche Bewegung machst, kann es das Ende deiner Reise bedeuten. Okay. Hört sich nicht so schön an. Also, das mit der Action-Bewegung schon, aber das mit der Ende der Reise, das ist nicht so schön. Guck ich mal. So. So, da die Kiste aus, also. Was ist da oben? Ach so. Oh. Okay, ich brauche so ein paar Portal-Wix-Dingens. Da unten ist eins. Nicht dran springen, Jimbo. So, da lang. Edelstein, den Rubin meine ich, nicht den Edelstein. Edelstein geht das auch, ja, bestimmt, ne? Eh, alles hat das gleiche, wette ich mal, ne? Boah, ich ziel ihn auch noch, ey. Müsste treffen, ne? Nein, war klar. Jetzt aber. Ja, okay. Der erste Schuss hat schon gereicht. War irgendwie klar gewesen. In meinen, zielen können und so, ne? Aus sich verschiedenen Shootern und so, ne? So, wie kam ich jetzt nach oben? Das, also, ja, hier, stimmt ja. Mann, bin ich ein kurzgedächtnisfähiges Kind, irgendwie so. Oh, ich hab einfach nur Altersheim, ja. Das, worauf ich mehr tippe, ne? Altersheim, ne? Okay. Aufpassen. Und aktivieren. Okay. Wie ich mein Gellen gerade nur unterdrücken musste. So schlimm. So schlimm, Leute, so schlimm. Nein! Boah. Der hat so Schiss gehabt, ey, dass er da runterfällt jetzt noch. Jetzt noch, ne? Wär's ja. Ein Detektor, irgendein Scheiß wieder. Bedenke, Jim, nicht alles ist mit bloßem Auge zu erkennen. Streng deinen Verstand an und suche gründlich nach Hinweisen auf versteckte Bereiche und andere Geheimnisse. Ach so. Meinst du sowas? Hey, ein geheimer Bereich. Geheimer Bereich? Ja, ich habe genug Schätze, um in den nächsten Level zu kommen. Man braucht also wirklich die Shift, um weiter zu kommen. In den Levels, okay. War das nicht bei der PC-Fassung auch so, dass man diese Energiesellen brauchte? Egal. Sehen wir ja noch, wenn ich das appelle. Nach diesem Spiel hier, ne? Ja, ich mach das PC-Spiel auch noch hier nach. Bedauere, Kleiner. Nur Bergleute oder Verbandsmitglieder dürfen die Mine betreten. Wenn du allerdings sehr dringend rein willst, es kostet 100 Rublonen, in unseren Verband einzutreten. Na? Hier sind die 100 okay. Rublonen Aufnahmegebühr für euren Verband. Willkommen im interstellaren Bergarbeiterverband. Du wirst feststellen, dass dir nun viele Türen offen stehen. Zum Beispiel diese hier. Ach nee, deswegen stehst du auch nicht gerade davor, ne? Egal. So, komm jetzt. Ich habe eine Kiste da oben gesehen, die ich haben will. Trublonen heißen die also hier, okay? Da muss ich keinen Edelstein, Geld, Gold oder so mehr sagen, sondern Trublonen. Trublonen, irgendwie voll die geile Namenmarke für Geld. So, weg da. Darauf kommen wir nicht so, ne? Wäre ja klar. Da über die Planke. Wenn die runterspringen, das wär's ja noch. Sondern hier drauf, auf den Stahlträger, wie eben. Ganze Scheiß normal. Wenn das nicht mal so viel war. Was soll's? Das sind Trublonen, die ich auch brauche. Unbedingt. Wenn ich 100 Trublonen ausgegeben habe für einen scheiß Türweg. Ja. Boah, für was die Energie, ey? Achso, die brauche ich so wirklich. Ach so! Das sind für diese Continuous-Dinger Leben, sag ich mal einfach. Nicht Energie. Also Energie ist jetzt für mich der Balken und Leben sind für mich die Zahlen jetzt, ne? Ja, okay, gut. Sprechen. Ich bin hier zuständig für den Betrieb und die Wartung des Aufzugs. Komm, lach dich aus.
Aufzug zu benutzen? Ja, will ich. Warum soll ich ihn nicht benutzen? Wie gesagt, warum sollte ich nicht benutzen, ne? Die Fahrstuhlmusik fällt mir. So, okay. War da raus. Ja, hier. Schon wieder den Stick benutzt. So schlecht wie ich war. Ja, hat das hier gerade voll die gelbe Beleuchtung. Finde ich irgendwie. Okay, so eine Beleuchtung hätte ich gerade jetzt mal nicht gerne, aber was soll's, ne? Für so eine Höhle geht es ja ganz gut. Haben Sie ein echtes antikes Objekt in der Seefahrtsgeschichte, bezahlen Sie mit Ihren Bonuskristallen für ein Stück des Schatzes der berüchtigten Piratenschar von Captain Flint. Mit X kannst du Kristalle einzahlen, Greg. Ich bedauere, Ihre Bonuskristalle reichen für den Erwerb eines Andenkens nicht aus. Okay, wusste ich schon. Mir hat gerade geleckt, Leute. Ob ich gerade nicht weiß, warum es geleckt hat, weil eigentlich der Rechner hier das locker schaffen, ne? Wie bei Crash Bandicoot, wo war das gewesen? Leon Stitch, ja so. Aber naja, ne? Kann mal vorkommen. Würde es jetzt bei jeder Aufnahme sich mal vorkommen und nicht nur einmal zwischendurch, dann würde es mir zu Bedenken geben. Hey, ein geheimer Bereich! Geheimer Bereich? Aber bestimmt nicht nur wegen Travis' neue Aufnahme und so, ne? Weil ich schalte ja gerne neue Aufnahmen. Ich kann spannend. Warum ist der Schalter für die Tür und die Brücke hier unten, ne? Oder es kommt davon, dass ich gerade Skype noch aufhabe. Das kann auch sein. Naja. Was soll's. So schlimm ist es ja auch nicht, von daher. Hallo Kisten, hier ist ein Blaster. Okay, das Leben brauche ich nicht. Checkpoint, wieder. Ja, Checkpoint! Checkpoint, Checkpoint! Zertritt die Kiste erstmal. Geht doch. 4 von 6. Okay, Leute, wir sind gut im Geschäft bis jetzt mit den ganzen Tagebüchern, Logbuch und so. Oh, aufpassen, Jimbo. Ich hab was gehört. Aber was? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich was gehört habe. Wahrscheinlich diese Viecher da eben. Die man gerade ganz kurz gesehen hat. Genau das, was ich haben wollte. Okay, 3 von 6. Okay. Wenn wir eins eh schon vergessen haben, da am Anfang, ne? Wo ich keinen Bock hatte, die zu suchen und den Weg da, ne? Und wer ist das jetzt? Sprechen. Stellt der Name. Nö. Die Mine ist von Banditen besetzt worden. Sie versuchen gerade, die Generatoren zu zerstören. Wenn ihnen das gelingt, sind wir alle hier unten gefangen. Kannst du uns helfen? Das könnte ich, aber ja, ich mach's einfach. Ist doch klar. Ich versuche die Banditen aufzuhalten und die Generatoren zu retten. Okay, das werden wir auch noch in diesem Part hier noch erledigen. Dann war's auch schon bestimmt für diesen Part. Hiernach. Denke ich mal so, ne? Banditen sind ins Bergwerk eingedrungen. Nur du kannst sie stoppen. Nimm ihnen die Dioden ab, die sie geraubt haben, und setz sie in die Generatoren ein. Generatoren meine ich. Damit der Lift wieder funktioniert. Aha, leichter als getan. Ja, der Leiter. Nee, egal. Leiter als getan. Der voller Fehlspruch. Leiter getan als gesagt. So heißt das. Ja. Ich und meine Sprüche. Pass auf, Jim. Diese Kleiderschränke haben tragbare Energieschäde, mit denen sie deine Schüsse reflektieren. Ich schlage vor, du nimmst dein Schwert und suchst den, nennen wir es mal, direkten Körperkontakt. Okay, also einen direkten Kampf einfach. LOL, in der Kanone. Hat mir das nicht was noch gesagt? Egal. Nur Kanone. Hab mich gerade ein wenig gewundert, dass die Kanone haben. Hab ich mich gerade einmal nicht so gut oder war ich einmal gerade nur dumm? Egal. So, da ist wohl so eine Art. Oh, hallo. Jona einfügen. Doch. Voll der geile Generator erstmal. Hallo. Geht doch. So, wo ist der nächste von euch? Nicht hier oben. Wie es aussieht. Dublonen ohne Ende. Ich hab einen vergessen, wie so schlau und so gut wie ich war. Also man ist auf dem Kies langsamer, sehe ich gerade. Oder gerade habe ich gerade gemerkt, ehrlich gesagt.
Na, ich bring gern die Leiter hoch. Wie man sieht, geht halt schneller. Glaube ich halt. Ja. So, das ist für die Tür bestimmt, ne? Hm? Und? War's richtig? Ja. Wahrscheinlich. Weil die Kamera auf die Tür zeigt. Ja. Komm. Da geht's. Oh. Oh. Okay. Das wusste ich jetzt nicht, aber egal. Du Mietfurz. Lol, bist du Stress? Okay. So. Kisten wieder. Leben, was ich brauche. Okay, mein Leben sieht nicht gerade gut aus. Sollte aufpassen, demnächst. Ja, demnächst. Und die Oblo-Edelsteine einsammeln. Komm, ich sammle ein. 6 Leben, okay. Die Musik. Kann es sein, dass sie gerade ganz gleich ist wie am Anfang des Spiels schon? Ganz ehrlich, es würde mich nie wundern. Weil das war bei König der Löwen auch der Fall. Aber ist immer das große Anteil, ne? Was ich auch schon erzählt habe, was da voll gut ankam. Ja. Wenn man mal die Aufrufzahl anguckt, ne? Da ist mindestens schon das weit meist gesehenste LP von mir. Neben Eis 3. Ja. Wenn ich am liebsten Eis 3 löschen würde, das LP, weil mir meine Stimme dann nicht gefällt. Okay, tut sie jetzt auch nicht, aber egal. Da war es noch so scheiße halt. Müsst ihr euch mal reinziehen? Nein, lieber vergiss es. Macht es lieber nicht. Ich würde euch abraten und warten, bis das Remake LP kommt. Davon. Ja, ich habe vor, von Eis 3 ein Remake LP zu machen. Das ist nur mal so LPen, weil, keine Ahnung. Habe ich mal gesagt, bei Crash Bandicoot, in einem Part davon. Bei Crash Bandicoot 3 oder 2. So, weg mit dir. Die Ion einsetzen wieder mal. Und die Kiste kaputt machen. So, wie komme ich da jetzt hin? Wahrscheinlich einmal springen, ne? Nein, so geht's nicht. Ich will aber euch jetzt nicht wieder hinkommen, aber egal. Warte auf mich! So. Hat jetzt auch nur brav gewartet, das Ding hier. Finde ich nice. So. Aber wie die sich auch anhören, die Generatoren, ne? Irgendwie komisch. Also für Generatorenverhältnisse, ne? Oh, wo? Also nicht hier. Wie blöd. So, Leute. Jetzt will ich auch immer hier einen Cut machen, weil ist halt so, ne? Und dann bis zum nächsten Part und tschüssi.